angekommen. Wollte ich euch nur kurz mitteilen. Lol. It's a food baby, Freunde. Hello, friends. Der Arno und ich sind jetzt seit gestern in Brüssel angekommen. Wir sind ungefähr, ich glaube, 4,5 Stunden gefahren. Ja. Ah, auf Azea. Hier ist der Arno übrigens. Kamen irgendwann um 3:30 an, sind auch ein bisschen rumgelaufen in Brüssel und alles, was wir schon gesehen haben, hat uns sehr gut gefallen, gell? Heute aber schalten wir auf jeden Fall den Touri-Modus auf 100% ein. Und zwar wollen wir heute alle bekannten Sehenswürdigkeiten angucken und vor allem auch die Foodspots, die hier sehr bekannt sind. Sowas wie belgische Waffeln. Boah, da freue ich mich so drauf. Ich habe das noch nie in Belgien gegessen, allgemein, weil wir beide noch nie in Belgien. Also bin ich sehr, sehr froh, hier zu sein. Und irgendwie auch so krasse Schokoladenpralinen haben die ja auch. Also da werden wir uns auf jeden Fall heute auch durchprobieren und die Tage. Und ich dachte, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Wir machen uns jetzt erstmal Frühstück, damit wir heute auf jeden Fall gestärkt durch den Tag. Dankeschön, ja, das ist noch ein bisschen früh für mich. Genau, ich habe übrigens hier die volle Frühstücksmontur mitgebracht. Also wir waren diesmal so, wir wollen nicht so viel Geld verbratzen wie damals in Porto. Also man merkt schon, wenn man jeden Tag frühstücken geht, beziehungsweise wir sind auch nicht jeden Tag gegangen, trotzdem haben wir mega viel Geld ausgegeben am Ende. Und das wollen wir dieses Mal besser machen. Deswegen habe ich hier so viel Proviant mitgenommen. Da habe ich einmal hier diese Overnight Oats mitgebracht, dann noch so zwei Porridge-Mischungen. Dann haben wir hier noch diese Flav & Tasty, die mega lecker sind. Wir wissen nicht, ob wir die brauchen, aber habe ich einfach mal mitgenommen. Dann Koro-Cookies, die besten Keks überhaupt, wenn wir nachmittags dann mal Hunger haben. Sojamilch gleich für unser Porridge. Für mich übrigens oberste Priorität at the moment. Ich habe mir meinen Chai-Tee mitgenommen. Schmeckt einfach so hammergeil. Den mache ich jetzt auch gleich zum Frühstück. Willst du auch einen? Na gut. Einen guten Chai? Kokosmandel. Kauft ihn unbedingt nach. Große, große Empfehlung, kann ich euch sagen. Oh Schatz, ich bin lost. Wie geht denn das gute Ding hier an? Vielleicht muss es eindrücken beim Drehen. So, soll die Topics jetzt schon rein? Erste. Ah. Mmh. Der ist richtig geil. Ich habe ja schon noch auf dem Markt so einen mega, so einen krass dunkelroten Apfel mitgenommen. Der schmeckt echt lecker. Mmh. Dana macht sich übrigens Overnight Oats. Oversea. Aber ich bin heute im Porridge-Feeling, weil... Schaut euch mal bitte dieses triste Wetter an. Es ist so grau und auch echt kalt. Also, ihr seht, ich habe hier auch eine warme Strickjacke an, einen Top drunter. Wir ziehen später noch eine warme Jacke drüber, lange Hose. Also wir haben echt mehr Pullover dabei als jemals im Sommer zuvor. Wir haben Ende August, will ich nochmal anmerken, gell? Sad Story wirklich. Aber morgen soll besseres Wetter geben. Morgen gehen wir auch ans Meer. Ich freue mich mal. Oder übermorgen, gell? Egal, ja. Seht ihr eh alles. Kommt, ich mache jetzt Frühstück. Ich mache jetzt erstmal Frühstück. Das ist jetzt im Überblick unser Frühstück. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, den roten Apfel aufgeschnitten, der wirklich sehr lecker schmeckt. Dann noch eine Nektarine, eine Kiwi, die wir beide essen, jeweils unseren Chai. Der Arne hat hier, wie gesagt, diese Erdbeer-Oats. Ich habe mein kleines, aber feines Porridge. Bin ich mal gespannt, wie lange das satt macht. Aber wir wollen ja eh heute Mittag gleich noch eine Kleinigkeit essen, von daher passt das. Dann noch so ein Porridge-Riegel. Man könnte gerade wirklich meinen, wir wurden nochmal von Three Bears gesponsert. Aber die sind halt wirklich praktisch, um die mitzunehmen. Genau, Arne belegt sie dann schon gerade fleißig. Und das werden wir jetzt erstmal essen, mit diesem Ausblick. Ich glaube, ich mache auch mal die Tür auf. Mega, mega schön. Wir haben uns jetzt mal fertig gemacht. Fertig gefrühstückt, haben so gut es geht Geschirr gemacht. Wir lassen es jetzt einfach in der Spüle trocknen. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt noch ganz, ganz schnell unsere feine, aber kleine Roomtour. Und zwar befindet sich eigentlich hier schon die Tür. Das ist quasi ein ganz kleiner Mini-Flur. Wir können hier auch richtig praktisch unsere Jacken und so aufhängen. Hier haben wir einen
Telefon, falls jemand bei uns klingeln mag, tut aber keiner. Hier unten sind Schuhe und das ist die gerade unordentliche Küche. Ignoriert es bitte einfach. Das ist hier quasi, oh Gott, sieht hier schon wieder unordentlich aus, halt wirklich. Wir sind noch nicht mal 24 Stunden hier und sieht wieder aus. Aber das ist quasi unser gesamtes Zimmer. Wir haben hier so eine kleine Couch. Da haben wir auch schon unser Gepäck stehen, was wir jetzt gleich mitnehmen werden. Hier ist unser Fernseher. Oh, hello. Ein Outfit of the Day gibt es auch gleich. Hier haben wir gerade eben gefrühstückt. Hier haben wir auch so einen ganz, ganz kleinen Mini-Balkon. Auch sehr, sehr süß. Und ja, hier ist aber noch ein Spiegel mit einem Tisch. Dann ist hier so eine Kofferablage, unser Schrank. Annes Hose trocknet da, glaube ich, noch von gestern. Gestern hat es nämlich ein bisschen geregnet. Und unser Bett. Einmal mit jeweils zwei Nachttischschränkchen, ein Spiegel, hello. Und dann noch ein offenes Badezimmer. Finde ich eigentlich richtig cool. Und hier ist dann quasi noch zur Toilette. Das war jetzt halt so unbedingt. Ja. Deckel haben wir auch nicht so gemacht. Sexy. So, Friends. Und jetzt kriegt er noch ein Outfit of the Day. Einmal hier meine geliebte weite Jeans von Zara an. Mag ich sehr, sehr gern. Ich habe die auch noch mit Löchern, ohne Löcher. Ist aber am praktischsten, weil es schon sehr kalt ist. Dann habe ich dazu hier so einen Basic-Top an. Sieht ein bisschen besser. Schaut gerne bei meinem Fashion Haul vorbei. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Da ist das unter anderem auch mit dabei gewesen. Ein Hemd einfach noch, dieses rosane natürlich. Rosa muss dabei sein. Ich schwitze übrigens dermaßen. Eine Lederjacke noch. Aber ich nehme mir trotzdem noch eine dicke Jacke mit und noch ein Cardigan, weil heute Abend wird es schon wieder so kalt. Das ist echt krass. Ich wiederhole nochmal, wir haben August. Crazy, wirklich. Aber egal, wir wollen uns nicht beschweren. Wir sind jetzt mega happy, mal rauszukommen und ein bisschen Brüssel zu erkunden. Und natürlich das Food. Also ich melde mich dann irgendwann. Ihr seht es jetzt gleich. Bye! Am ersten Stopp angekommen. Und zwar am Atomium. Da gehen wir jetzt gleich rein. Da ist auch schon die Schlange. Und wie sich's für Touris gehört, es war wirklich mein erstes Mal heute. Da bin ich auch wieder ein Spätzünder, glaube ich. Der Anne ist die schon gefahren, ich nicht. Und ich fand's geil. Ich dachte immer, das ist so ein teurer Scheiß und es ist eh nur Kacke und Laufen ist besser, aber ich lag falsch. Es hat richtig doll Spaß gemacht. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber, ich bin sehr excited. Schaut mal, Freunde, das sind wir, essen auf dem Atomium. Das wäre mal cool, hä? Ach Freunde, ich konnte nicht einfach dran vorbeigehen und bin auf deren Masche reingefallen. Ich habe doch jetzt echt so ein Touri-Foto in Form von einem Schlüsselanhänger mitgenommen. 6 Euro hat der Spaß gekostet, aber ich finde es cute. Sehen wir nicht süß aus? Ach je, das war es mir wert. Ja. Für die kleine Statue sind wir jetzt wirklich eine halbe Stunde hingelaufen. Ach ja, geil. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Größe. Und wir sind hier gerade an einem Waffelstand. Ich weine. Ich weiß aber gar nicht, was ich nehmen will. Oh mein Gott. Heaven. So, Freunde, wir haben uns jetzt gestärkt mit zwei Waffeln. Nein, noch nicht. Noch nicht, also wir haben sie bisher gekauft. Wir haben hier einmal, die teilen wir uns beide, also wir konnten uns da selbst jetzt nicht so entscheiden, deswegen haben wir gesagt, Hälfte, Hälfte. Einmal mit Lotuskeks, boah wirklich, also da freue ich mich so drauf. Das ist dann noch Karamellsoße, ich glaube weiße Schokoladensoße. Und hier haben wir weiße Schokolade und Schokisoße. Das werden wir jetzt mal probieren, ich freue mich so. Wir haben zwar dafür 11 Euro gezahlt, aber dafür haben wir ja heute Morgen beim Frühstück gespart. Wisst ihr, das war die Mission, dass wir uns auf jeden Fall dafür belgische Waffel bis zum Umkippen. Ich überlege gerade auch wieder mit den Händen, ne? Aber
Ja, so ist es schon. Geil. Boah. Mhm. Schon delicious. Beiß dir einfach rein. Ich glaub's nicht. Das ist so gut. Wisst ihr, auch wenn man es probiert, im Urlaub ist man einfach ein bisschen teurer. Und im Urlaub gibt es einfach ein bisschen mehr Süßes. Und welches ist das? Beide. Beide sind gut. Ich habe schon wieder Vampirzähne. Was werden wir jetzt erstmal essen? Und dann sehen wir uns später. Boah, geil, wirklich. Hello friends, long time no see. Wir waren jetzt noch am Europäischen Parlament und jetzt sind wir hier im berühmtesten Park, gell? Ich liebe nämlich Parks, ich zeig's euch mal. Schaut mal, der ist so groß. Und das Beste ist, hier sind ganz viele Hunde. Und ich liebe Hunde. Da vermisse ich meine Mausi zu Hause. Wir sind auch schon knapp 21.000 Schritte gelaufen. Ich muss aber sagen, ich merke es auch langsam. Meine Füße tun weh. Und laufen dann schon langsam Richtung Abendessen. Meine Lieblingsrichtung. Wir gucken mal, was wir da genau essen. That's the plan so far. Es tut mir leid, ich war ein bisschen egoistisch in dem Sinne. Ich habe euch jetzt nicht so krass mitgenommen bei unserer Touri-Tour, aber ich habe es ein bisschen quasi für mich genossen, damit man nicht die ganze Zeit immer die Kamera rausholt und nur für die Kamera filmt, sondern es komplett auf mich berieseln lassen. Aber wir haben ja auch noch morgen und übermorgen, dann nehme ich euch auch noch ein bisschen mit. Aber genau, jetzt spazieren wir noch ein bisschen hier durch die Allee. So, ihr Lieben, wir haben uns auch endlich mal dazu entschieden zu essen. Es ist mittlerweile schon dunkel. Wir sind aber jetzt beim Libanesen. Ich hoffe, man hört mich und haben uns einfach beide die vegetarische Platte bestellt. Das sind einmal Kartoffeln, ganz viel Gemüse, Reis, dann dieser ultra leckere, ich weiß nicht, was das für ein Salat ist, aber der ist mega geil. Ganz viel Hummus, getrocknete Tomate. Love it! Und der Arne hat sich einen Ayran bestellt und ich wie immer meine Coke Zero. Morning, ihr Lieben. It's the next day, offensichtlich. Ich mache jetzt mal Frühstück. Und zwar, gibt's wieder Porridge oder Overnight Oats. Habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Und ich habe Arnes gerade schon im Kühlschrank gemacht, weil der sich schon direkt entscheiden konnte, was er isst. Ich habe da immer so meine Probleme, wirklich. Ich kann mich so schwer entscheiden, was immer Essen angeht. Es ist so nervig, wirklich. Jedenfalls ist der Arne das hier. Habe ich schon mit Sojamilch aufgefüllt. Und ich wollte erst Porridge, aber es ist mir jetzt zu warm, denn die Sonne scheint. Ich bin so happy. Wirklich, ich brauche eigentlich nichts mehr als Sonnenschein und Wasser, beziehungsweise Meeresrauschen und Meer. Dann habt ihr mich wirklich, ich bin dann wunschlos glücklich. Vielleicht noch ein bisschen was an Essen dabei haben und dann, also dann bin ich wirklich im Himmel. Jedenfalls machen wir auch heute genau das. Wir fahren heute ans Meer, ich freue mich voll. Und zwar fahren wir mit dem Auto eine Stunde nach Brügge, heißt das, glaube ich. Ich habe mir eine Freundin empfohlen, die war da auch und die meinte, es wird mir gefallen und ich soll da unbedingt hingehen. Deswegen machen wir das heute. Wir müssen da allerdings mit dem Auto eine Stunde hinfahren. Aber das hatten wir ja eh dabei. Wir sind ja nach Brüssel mit dem Auto gefahren. Ja, ich freue mich einfach voll. Richtig schön. Ich zeige euch jetzt nochmal die View mit Sonnenschein. Ich sage euch, mit Sonne sieht alles viel besser aus. Alles. Sogar mein Pickel sieht mit Sonnenschein viel schöner aus, oder? It's amazing. Ich lieb's. Ist zwar sehr laut, aber ich lieb's. Jedenfalls mache ich mir jetzt auch ein Frühstück und zwar mache ich mir auch diese Overnight Oats, obwohl wir die eigentlich gestern Abend schon hätten machen müssen. Also man soll die eigentlich mindestens 6 Stunden lang ziehen lassen. Aber da stand auch irgendwie 20 Minuten gehen auch, wenn man... Wisst ihr, die berechnen schon, dass es so Leute gibt wie Anne und mich, die einfach nichts auf die Reihe bekommen. Gehen also auch 20 Minuten, deswegen mache ich mir das jetzt. Wir waren ja gestern beim Libanesen und wir finden es immer so lecker. Also allein wegen dem Hummus, den Falafeln, gehe ich da schon super gerne hin. Und wir haben halt bei uns in der Nähe kaum Libanesen, also zu Hause. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben ordentlich zugelangt. Ich glaube, das habe ich gar nicht gefilmt. Wir hatten irgendwie noch... Sind das Naanbrote? Es waren keine Fladenbrote, dafür waren sie zu dünn. Ich denke mal, das war ein Naanbrot und wir hatten 12 Stück bekommen. Und der Arne und ich haben die halt wirklich aufgeteilt. Jeder hat 6 Stück bekommen.
Und das merke ich auch. Also ich bin jetzt noch wahnsinnig voll. Es gab ja auch Reis und Kartoffeln noch in dieser vegetarischen Platte, die wir da beide bekommen hatten. Ich bin echt voll. Also wir hatten halt mittags nur, sonst habe ich gar nicht gefilmt, nur so ein Sandwich. Weil, ja, Geld sparen, wo es geht. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann gehen wir wenigstens abends wieder schön essen. Und das haben wir wirklich wortwörtlich ernst genommen. Wir haben echt so viel gegessen, das war Hammer. Ja. Deswegen ist mein Hunger tatsächlich gar nicht so groß. Aber umso länger kann ich es ziehen lassen, ansonsten esse ich es später im Auto. Mal schauen. Hab mir wieder eine Nektarine gekauft. Yes, aber ich mache mich jetzt mal fertig. Der andere macht sie auch gerade fertig im Bad und dann fahren wir schon bald ans Meer. Wir erkunden erstmal Brügge, aber dann geht es mittags ans Wasser. Ich freue mich voll. Ich glaube, es ist halt zu kalt, um schwimmen zu gehen, aber ich bin eh lieber so der Mensch, der einfach dem Meeresrauschen zuhört, entspannt und einfach nichts macht, wirklich. Also das fühle ich heute extrem, nachdem wir so viel gelaufen sind gestern. Crazy. Wir sind, trotzdem wir auch so viel mit diesen E-Scootern gefahren sind, das war ja so nice, sind wir trotzdem, ich glaube, 25.000, 28.000 Schritte gelaufen. Das hat sich gar nicht so angefühlt, aber dann abends im Bett haben wir es beide gemerkt. Meine Beine haben echt bis zum Geht nicht mehr gepocht, beziehungsweise meine Füße. Naja, off we go! Angekommen! Wollte ich euch nur kurz mitteilen. Lol. Mega lecker. Das ist ein Frozen Joghurt in Himbeergeschmack mit Himbeeren. So, ihr Lieben, wir sind wieder im Auto. Jetzt geht's nämlich ans Meer. Ich freue mich da so drauf. Brügge. Da sind wir uns einig, ist richtig schön. Ja. Schön, ich finde es sogar schöner als Brüssel. Hat so was Stilvolles und es ist so sauber. Und aber auch die Menschen allgemein, übrigens in Belgien, sind so unfassbar lieb und freundlich. Und wirklich, wenn da aus Versehen jemand gegen dich kommt, die entschuldigen sich sofort. In Deutschland kriegst du ja den Todesblick vom Feinsten, wenn du da irgendwie mal aus Versehen gegen ankommst. Und kannst froh sein, dass er dir nicht noch irgendwie ins Gesicht schlägt. Aber hier wirklich, die sind so überfreundlich. Ich liebe es wirklich. Also hier fühle ich mich wohl. Der Anne sucht jetzt noch einen kostenlosen Parkplatz raus. Wir sind da wirklich die richtigen Geizer. Also gut, die belgische Waffe für 7 Euro konnten wir uns kaufen. Aber bei Parkplätzen sind wir immer so, dann laufen wir lieber 20 Minuten, als dafür irgendwie Geld auszugeben. Dann habe ich mir noch gerade einen Frozen Joghurt geholt. Der war auch bei Sauvay super, super lecker. Ich habe echt schon lange keinen Frozen Joghurt mehr gegessen. Schmeckt richtig gut. War richtig geil, erfrischend, weil es ist schon sehr heiß. Gefällt mir. Ja, jedenfalls fahren wir jetzt gleich los. Und dann ist der Tag heute auch schon fast rum. Zusammenfassung unseres Meerestrips. Es war übrigens die Nordsee. Ich habe die ganze Zeit Meer gesagt. Es war die Nordsee. Voll cool. Ja, aber die Nordsee. Ich war schon richtig lange nicht mehr dort an der Nordsee oder an der Ostsee allgemein. Jedenfalls war es nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Es war windig und kalt. Aber schön. Schön schon, aber sandig halt auch. Das heißt, wir haben halt nicht so lange
dort quasi auf unseren Strandtüchern gelegen, weil es einfach dann irgendwann unangenehm wurde. Aber wir sind dann noch an der Strandpromenade entlang gegangen. Ich glaube, ich habe da nichts mitgefilmt, aber einfach, weil ich es sehr genossen habe und meine Kamera ein paar Sandkörner mitgenommen hat. Ich hoffe, man sieht alles scharf. Genau, aber es war richtig, richtig schön. Es hatte auch so richtige Urlaub-Vibes, weil dann quasi wie auf Mallorca, wie man es kennt, da quasi diese kleinen Minishops mit Luftbooten waren und so. War schon schön. Der Arne sucht gerade wie immer einen kostenlosen Parkplatz. Der ist hier auch wieder kostenlos gewesen, hat er super gemacht, ja. Und dann gehen wir gleich essen, entweder italienisch, ich habe so Bock auf Pizza, wirklich. Ich habe so Lust auf Pizza. Oder wir gehen asiatische Nudeln essen. Aber diese in einer Bowl, wisst ihr, was ich meine? Die dann in so einer Curry-Soße schwimmen. Diese Fancy Bowls. Also nicht diese gebratenen, sondern diese leckeren Nudeln. Ich zeige es euch einfach später, wenn wir da sind. Wir fahren jetzt erstmal los. Und genau, aber letzte Update war ein sehr, sehr schöner Tag. Wir haben uns jetzt hier gerade einen Eistee bestellt. Der ist mega, mega lecker. Oh, eine Limonade. Oh Leute, ich bin so durch, wirklich. Das sind jetzt unsere Pizzen. Oh, ich freue mich wirklich. Eine Veggie-Pizza, beziehungsweise eine vegane Pizza mit ganz viel Gemüse. Und ich habe hier eine Käse-Veggie-Pizza und mit Zucchini. Geht jetzt in die Haie. Wie viel noch haben wir? Kurz vor halb zwölf. Spät. Platz immer. Ja. Done for today. Morgen ist der letzte richtige Tag. So ihr Lieben, schnelles Frühstück. Einmal Porridge wie immer, dazu ein bisschen Nektarine. Dann hat der Arne uns hier Proteinshake gemacht. Und zwar hat das nicht in ein Glas gepasst, deswegen habe ich zwei. Und er hat hier ganz, wie sich's gehört, aus dem Shaker. Der Arne hat die Oats, einen Schoki-Geschmack, einen Koro-Cookie-Keks. Dann teilen wir uns noch Äpfel. Und ich habe hier noch so einen Rohkostriegel, der ist auch richtig lecker. Und das werden wir jetzt zum Break hier essen. Guten! Arne ist hier gerade wieder in seiner Tätigkeit nach einem kostenlosen Parkplatz suchen. Wir fahren heute nach Gent. Das ist auch in Belgien. Surprise. Wow. Wir wollen da auch noch mal ein bisschen langlaufen, die Stadt erkunden. Wirklich, ich liebe sowas. Freue mich auch wieder sehr drauf. Haben wir uns jetzt auch ordentlich gestärkt. Mich angezogen. Einfach, das kennt ihr ja auch schon, das T-Shirt, ne? Das ist von C&A. Die Hose hatte ich mir damals bei Aces gekauft. Und heute werden wir tatsächlich mal, es heißt, gell? Mhm. Ich bin auch immer so ein Türaufreißer. Ich werde auch so schnell im Auto. Es ist heute auch wieder so schön warm. Ich lieb's. Und ja, heute steht auf der Agenda belgische Pralinen probieren. Da bin ich echt gespannt drauf. Das haben wir nämlich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe mir lieber gestern Frozen Joghurt gekauft, den ich auch sonst in jeder Stadt in unserem Land kaufen kann. Aber ich hatte richtig Bock drauf und es war heiß und es war einfach ein Vibe. Ja, aber heute probieren wir den mal. Der Arne liebt eigentlich Pralinen richtig gerne, gell? Deswegen, wie ich gesagt, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Ich weiß auch, dass es in Belgien sind auf jeden Fall auch Pommes sehr bekannt. Das weiß man natürlich auch. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht so Lust auf Pommes. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Wir sind auch schon an zig Ständen vorbeigelaufen und die haben ja auch ganz, ganz viele Soßen dazu. Und du kannst ja auch zwei raussuchen und so. Aber irgendwie haben wir beide nicht so Bock drauf, gell? Mhm. Nee. Lieber die Schoki. Hi. Übrigens, ich weiß nicht, ob noch jemand den Struggle hat. Ich kriege hier immer richtig die Pickel um diesen Maskenbereich, wenn ich die immer anhabe. Also vor allem auch, wenn wir im Urlaub sind, da hat man ja länger auch immer die Masken an. Man ist ja oft unterwegs und so. Da habe ich die einfach wirklich eine längere Zeit an. Ich bin meistens nicht mehr zu Hause, von daher. Ja, merke ich immer, dass es vor allem nach den Urlauben ganz, ganz schlimm wird. Und wirklich volle Kanne hat es mich erwischt. Und auch auf der Lippe und so. Und ich wechsle meine Masken auch. So ist es auch nicht. Ich mag halt auch nicht irgendwie 5 Masken am Tag anziehen, damit ich jetzt einen Pickel weniger habe. Das ist mir halt auch egal, aber schon nervig. Und wehtun sie auch. Ugh, ich hasse es. Ich bin 21 und habe noch mit Akne zu kämpfen. Man kennt. Ja, wir waren beide Akne-Kinder. Echt scheiße, kann ich euch sagen. Wobei, ich glaube, da sind echt viele von betroffen.
Es ist echt scheiße. Wisst ihr, man war schon früher so richtig insecure und dann kriegt man auch die volle Ladung Pickel. Ich denke mir immer einfach nur so, was soll das? Naja, wir fahren jetzt los. Wenn du mal einen Parkplatz findest, sieht nicht so gut aus, oder? Ja? Nice. Verdammt, hier war die Bootsichtigerzieher. Wow, Schatz, sehr ästhetisch. Na, ein Mülleimer, es wird immer besser. Oh, Freunde, ich habe Belgien so unterschätzt. Wie schön. Wow. Also wenn das nicht zu 100% passt, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich, da sehe ich mich in 10 Jahren mit diesem Shop wirklich. Ich freue mich da gerade so ein rein. Wir wollten ja eh Pralinen holen. Ich habe den Shop gefunden. Da investieren wir gerne unsere 20 Euro rein, gell? Oder was auch immer das jetzt gleich kosten wird. Aber it's the chocolate for us. Oh mein Gott, wirklich. Auch noch in rosa. Was ist das denn? Ah, und gut besucht. Schon lecker. Dafür, dass ich eigentlich nicht so Marshmallow-Freund bin, ist echt gut. Ja. Zeig mal. Sieht so aus. Da ist hier quasi Biscuit unten und dann die Marshmallow-Creme. Ist echt gut, gell? Nice. Kann ich haben? Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Schaumkuss. Aber mit höchster Qualität, Freunde, wirklich. Da ist für das nächste raus. Wollen wir das zweite probieren? Da bin ich mal gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, ob die so bekannt sind hier in Belgien, aber die reinen Schokoladenstückchen haben mich jetzt nicht so angefangen. War nicht so langweilig. Ja. Oh mein Gott. Ich bin von Schweden. Boah, ist das gut. Oder? Das schmilzt so richtig geil auf der Zunge. Also ich muss sagen, mein Laden, der kann sich auf jeden Fall zeigen. Das ist jetzt dasselbe nur in Milchschokolade. Boah, das ist halt echt gute Schokolade. Gutes Zeug. Da kann die Milka nicht mithalten. Und Lind auch nicht. Hast du dir ausgesucht, gell? Ja, die habe ich früher mal beim Aldi so, gab's so als Sonderposten. Habe ich mir eine ganze Packung voll. Echt? Die nie gesehen vorher. Die sehen halt so ein bisschen. Hände immer so dreckig mit dem Kopf. Ich merke es, ja. Aber wir haben jetzt zum Glück Desinfektionsgel. Aber ich merke nur, das sieht halt so staubig aus, finde ich. Ja, nee, bei denen ist es auch so weich. Ist innen weich, aber schmeckt schon anders. Weißt du, was ich meine? Kann es nicht beschreiben. So ein bisschen nach Birnen, irgendwie so ein bisschen. Aber sehr lecker. Doch, das war es wert. Also, wir können festhalten: Baked Schokolade ist lecker. Ach Freunde, ich kann auch nicht nur mit einer Waffel hier gehen. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens eine zweite. Come to me. Ich habe mir jetzt so eine Waffel am Stiel geholt mit Malteser-Creme. Ah, eine Lolli-Waffel. Ich habe sie ja auch Skinny Bitch getauft. Die war auch ein bisschen günstiger als die große. Und ich habe auch nicht mehr so viel Hunger. Wir essen auch gleich wieder zu Abend. Aber ja, das muss noch sein.
letztes Mal Abendessen. Das hat sich hier der Arne rausgesucht. Sieht mega, mega lecker aus. Es sind verschiedene Dips mit Cracker und Falafel als Vorspeise. Wir haben uns quasi so eine Full Therapy bestellt mit Dessert, Vorspeise, Hauptspeise. Und das ist jetzt unsere Vorspeise. Guten! Okay, Freunde, zweite Runde. Wir haben jetzt die Hauptspeise bestellt. Und zwar könnten wir jetzt da drei Bowls aussuchen. Einmal Pasta Bollo. Wir dachten auch erst, es ist langweilig, aber ich bin mal gespannt, wie die Pasta in Restaurants schmeckt. Ist alles vegan übrigens. Dann, ach, was war das? So eine marokkanisches Gemüse und so weiter. Wir wissen es auch nicht so ganz. Sehr exotisch heute. Und das war so eine Kimchi, Curry, brauner Reis, Kokos Bowl. Ja, sind wir mal mega gespannt drauf. Sieht echt gut aus. Desserts, Colin. Wir haben einmal so einen Chia Brownie. Freue ich mich jetzt voll drauf. Das ist mit Cashew-Soße, ne? Was war das? Cashew-Creme. Und einen Apple Cake. Auch mit Cashew-Creme. Ein Apple-Vulkan, ja. Werden wir jetzt essen. It's a food baby, Freunde. Ach ja. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, ich bin im dritten Monat. Ich könnte's. Ich finde schon okay. So. Aber es ist tatsächlich ein Food Baby vom Feinsten. Naja, wir sind jetzt im Auto angekommen. Es ist auch schon mega dunkel. Fahren jetzt heim, beziehungsweise in unser Airbnb. Ich würde mich jetzt auch an der Stelle, beziehungsweise wir, Anna sucht gerade keinen kostenlosen Parkplatz. Nein, Spotify. Jedenfalls, ja. Hoffe ich sehr, dass euch dieser Vlog, kam ja gar nicht so häufig vor. Achso, du bist schon vorbei. Ja, wir fahren morgen früh heim. Das willst du noch zeigen. Also, ja. Das ist natürlich ein Argument. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat mit uns beiden. Ich auch. Und ja, dann sehen wir uns allerspätestens wieder am Dienstag zu einem neuen Video. Und ja, macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns. Ciao. Ciao.